Dominik Hankavicheier, es gibt jetzt neue Videos von dir auf www.greenboard.at. Was war so der Hintergrund, der Gedanke, Grundgedanke für diese kurzen Videos? Ja, was wir damit erreichen wollen, ist einfach Kurzclips, kurze Tipps für, sage ich mal, jedermann, die auch sehr, sehr einfach umsetzbar sind, die jetzt nicht hochkomplex oder technisch sind, sondern wirklich Dinge, die man sehr schnell anwenden kann, die man sehr schnell umsetzen kann. Hauptsächlich im kurzen Spiel, Course Management, Button, diese Dinge. Ja, man darf nicht vergessen, man macht in etwa 60% aller Schläge unter 100 Meter. Das heißt, das ist wirklich die Scoring-Zone. Und ich sage einmal, mit den paar Tipps kann man sich sehr schnell viele Schläge einsparen. Das bedeutet, das lange Spiel, da gibt es eh normalerweise den Heimpro oder den Heimtrainer, mit dem man arbeitet. Aber das ist das, was man vielleicht auch von den Spielern aus dem Nationalteam, also mit denen du arbeitest, profitieren kann. Ja, grundsätzlich ist es so, dass natürlich jeder seinen Homecoach oder seinen Trainer hat. Der Golfschwung ist extrem individuell. Also da hat jeder natürlich seine Bewegungsziele, seine Präferenzen. Wie gesagt, ich glaube einfach, dass im kurzen Spiel Button im Bereich des Kursmanagements einfach extrem viel drinnen ist. Wie ist das bei euch im Nationalteam? Wie schaut da das Verhältnis im Training aus zwischen langem und kurzem Spiel? Ist natürlich ein bisschen abhängig, in welcher Phase sich die Spieler befinden, welche Ziele sie natürlich verfolgen. Aber man kann überschlagsmäßig auf jeden Fall sagen, dass sie mehrheitlich kurzes Spiel Button trainieren. Driving ist natürlich ein gewisses Thema, weil es einer der wichtigsten Schläge ist, aber ich sage einmal 60-70% ist sicher kurzes Spiel und Button. Ist natürlich schwer zu sagen jetzt, aber gibt es von dir noch einen goldenen Tipp, den vielleicht jeder beherzigen sollte? Gibt es sowas? Puh, schwierige Frage. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach Spaß zu haben beim Spielen. Und sonst, wenn wir es wirklich jetzt in das Handwerkliche gehen, vielleicht beim Putten oder irgendwas, was du vielleicht in deiner Karriere immer gemacht hast? Ja, mein Fokus im Training war immer kurzes Spiel Putten. Was ich jedem empfehlen würde, vor allem kurze Putts zu trainieren, ich sage in etwa 3 bis 7 Fuß, weil dann wäre jetzt einerseits weniger Dreipads machen, viel mehr Up and Downs und so wird automatisch das Score besser werden. Vielen Dank, Dominik. Damit wünschen wir gute Unterhaltung mit deinen Tipps auf www.greenboard.at. Danke, viel Spaß beim Üben.